Mit dem Projekt Das Handwerk – Goldener Boden – Grüne Zukunft wird die nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschonung in den Mittelpunkt gestellt und das bereits in der Berufsbildung. Der Ansatz ist so einfach wie schlüssig. Jeder Job ist grün. Das gilt besonders für das Handwerk. Eine mobile Ausstellung an außerschulischen Lernorten in Rheinland-Pfalz soll zeigen, welche Nachhaltigkeitsaspekte in den Handwerksberufen stecken, die den Alltag mal mehr und mal weniger sichtbar prägen. Soweit die Idee hinter Goldgrün. Für die Praxis bedeutet das auch, mit den richtigen Formaten vorzufahren und die jugendliche Zielgruppe anzusprechen. Die Bühne bildet eine mobile Präsentationsplattform, die aktuell im Handwerksbetrieb Klagi Fahrzeugbau in Marsburg bei Kaisersesch entsteht. Was hier durch die Experten des Handwerks zusammengebaut wird, ist ein wahrer Verwandlungskünstler. Für die Strecke hin zu den Veranstaltungen ist es ein ganz normaler Anhänger, der vor Ort sein Erscheinungsbild komplett verändern kann und dann nicht nur 35 Quadratmeter Bühnenfläche mit einer hochmodernen Inneneinrichtung bietet, sondern mit seinem Know-how selbst für Projektinhalte steht, die Christina Schmidt so beschreibt. Das Projekt Das Handwerk Goldener Boden, Grüne Zukunft richtet sich an Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen. Und wir wollen mit unserer mobilen Mitmachausstellung einfach zeigen, dass in jedem Handwerksberuf Nachhaltigkeitsaspekte stehen. Jeder Job ist grün, kann man auch sagen. Und wir haben dafür viele Mitmachaktionen aus verschiedenen Lebenswelten, durch die wir einfach die Jugendlichen ein bisschen an das Handwerk heranführen wollen und eben auch zeigen wollen, wie spannend Handwerk sein kann. Junge Menschen werden mit der Ausstellung nicht nur haptisch angesprochen, sondern auch über verschiedene Möglichkeiten digitaler Medien. Eine interaktive Mitmachmöglichkeit schließt Erfahrungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ein, die über verschiedene Technologien wie QR-Codes und mit dem eigenen Smartphone erschlossen werden können. Zur Ausstattung des mobilen Veranstaltungs- und Informationsstandes zählen auch modernste Fertigungstechniken, wie zum Beispiel computergesteuerte Arbeitsprozesse, ein 3D-Drucker, Ausstellungsstücke zur Elektromobilität und viele spannende und leckere Mitmachaktionen. Mit dem Smartphone oder Tablet können Besucher auch virtuell in die Ausstellung eintauchen und Prozesse mitgestalten. Wie das im Alltag eines Handwerksbetriebes aussehen kann, vermittelt parallel zur Planung und Bau des Projektfahrzeugs Klagi Fahrzeugbau in seiner Ausrichtung. Wir machen den Spezialfahrzeugbau, im reinsten Spezialfahrzeugbau, da wo sich sonst keiner rantraut, Sonderbauten zu machen in der Gewichtsklasse bis 3,5 Tonnen, haben wir uns in den letzten Jahren spezialisiert, einen Namen gemacht. Wir machen hauptsächlich Präsentationsbühnen, ob das im mobilen Bereich ist, also Selbstfahrer, oder mit Anhänger spielt für uns keine Rolle. Und zudem machen wir noch Verkaufsfahrzeuge im Weinverkaufsbereich für die Winzer, die auf Weinfeste fahren. Das sind aber auch alles individuelle Sonderbauten bis 3,5 Tonnen Klasse. Egal wie es technisch aussehen soll, sofern es technisch ausführbar ist, werden wir das realisieren können. Kommt der Kunde mit einem Wunsch zu Bernhard Klaasen und seinen Experten, wird zunächst besprochen, was sich wie umsetzen lässt. Dann wird am Computer entworfen, was anschließend in der Produktionshalle entstehen soll. Von der Fertigung von Sandwich-Verbundplatten, aus denen Wände und Decken erstellt werden, über die Hydraulik zum Anheben oder Absenken der Fahrzeuge, die passgenaue Elektrik bis hin zur Montage bietet der 1952 gegründete Spezialist alles aus einer Hand und unter einem Dach. Das schließt sogar den Möbelbau ein, der den Fahrzeugen ein logistisch durchdachtes Innenleben verschafft. Wenn wir alles für den Kunden speziell herstellen, arbeiten wir alleine mit keinen Subunternehmern. Wir haben alles im eigenen Haus. CAD-Abteilung in einem technischen Büro. Wir haben eine eigene Rahmenfertigung, eigene Lackiererei, Möbelschreinerei. Es kommt bei uns alles aus einem Haus, außer Digitaldruck. Das vergeben wir extern. Ansonsten, was handwerklich hergestellt wird, produzieren wir alles selber. Und haben noch entsprechend eigene geschulte Mitarbeiter dazu. Für den Einsatz vor Ort ist so alles an Bord. Auch für das neue goldgrüne Projekt des Handwerks. Wir sind in den nächsten 3 Jahren bei über 120 Ausstellungsorten außerhalb von Schulen in ganz Rheinland-Pfalz. Die Infos dazu gibt es auf unserer Homepage gold-grün.de. Und da sind wir bei Messen, bei Ausstellungen, bei Festivals, bei Tag der offenen Tür. Also überall da, wo junge Leute auch zu finden sind und wo die sich aufhalten.
Mit diesen Inhalten möchte man Jugendliche ansprechen und erfolgreich für das Handwerk gewinnen. Denn die Sicherung von Fachkräften ist eine zentrale Herausforderung der Wirtschaft, der sich auch das Handwerk stellen muss. Dass man mit den richtigen Inhalten überzeugen kann, beweist Klagi Fahrzeugbau. Der Betrieb bildet regelmäßig aus. Ausbildungsmeister Jan Schmitz ist ein Eigengewächs und holte 2012 sogar den Bundessieg in seinem Handwerk nach Marsburg. Deutschlands bester Karosserie- und Fahrzeugbauergeselle legte anschließend die Meisterprüfung ab und kümmert sich heute bei Klagi um den fachlichen Nachwuchs. Ich habe ja auch hier die Ausbildung gemacht und ja, konnte ich sehr viel lernen, auch von den Mitarbeitern her, war sehr informationsreich und ja, deshalb ist es sehr wichtig und wir wollen noch ausbilden, also wir sind auf der Suche nach Auszubildenden, sehr wichtig für unsere Firma, für die Gesellen, die danach kommen dann, also nach der Ausbildung, die übernehmen wir dann noch. Demnächst wird das Team um Jan Schmitz und Bernhard Glasen das goldgrüne Projektfahrzeug von der Halle auf die Straße bringen. Das äußere Erscheinungsbild wird maßgeblich über die Gestaltung geprägt, die durch die Handwerkskammer Koblenz verantwortet wird. Im Zentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation entstand das Layout, das in den kommenden Tagen auf die rollende Präsentationsbühne übertragen wird. Mehr Informationen zum Projekt Das Handwerk – Goldener Boden – Grüne Zukunft und Möglichkeiten, den Infostand zu nutzen, gibt es auf der Internetseite gold-grün.de.